Normalerweise ist Profitänzerin Renata Lusin fester Bestandteil der Let's Dance-Familie. 2022 zeigte sie sich noch hoch motiviert mit Leichtathlet Matthias Mester und schaffte es mit ihm aufs Treppchen. Für den Sieg reichte es zwar nicht, dafür aber für den dritten Platz. Umso größer war die Enttäuschung bei den Fans, als für die Staffel von 2023 feststand, dass Renata Lusin nicht bei Let's Dance mit dabei sein wird. Zum Start der Tanzshow war sie schwanger und wollte sich dementsprechend schonen. Hier mehr dazu, wenige Wochen später dann der Schock. Die Profitänzerin machte ihre Fehlgeburt öffentlich. Jetzt zeigt die Let's Dance Bekanntheit, dass sie trotz des schweren Schicksalsschlages die Freude am Tanzen nicht verloren hat. Denn plötzlich steht sie wieder auf bekanntem Parkett und lässt sich von RTL-Kameras begleiten. Let's Dance, Star Renata Lusin feiert Show-Comeback. Angefangen hatte alles mit der wahnwitzigen Idee für die kommende Live-Show von Freitag, 31. März, einen Partnertausch durchzuführen. Die Kandidaten Knossi und Co. mussten ordentlich schlucken, als feststand, dass sie nicht in gewohnter Konstellation tanzen werden. Auch Sharon Battiste, die Bachelorette von 2022, ist davon betroffen. Sie tauschte Tanzpartner Christian Polans gegen Valentin Lusin, Renatas Ehemann. Doch ausgerechnet in dieser Trainingswoche ging es dem Tänzer anscheinend gar nicht gut. Valentin Lusins Frau springt ein. Ich lag einen Tag komplett neben mir. Ich war sowas von neben der Spur, klärt Valentin Lusin auf. In ihrer Instagram-Story schreibt Sharon, es gab einen kleinen gesundheitlichen Zwischenfall. Nun arbeiten wir weiter und nutzen jede Sekunde zusammen, um zu trainieren. Damit das Training aber nicht ganz ausfallen musste, sprang spontan Valentins Frau Renata ein. Es hat mit dir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist so schnell verflogen. Wahnsinn, schwärmt sie anschließend. Renata war der ideale Ersatz und konnte Sharon nicht nur die Schritte zeigen, sondern auch ein paar Frauensachen, die Valentin nicht weiß. Das Ergebnis gibt's dann in der Live-Show zu sehen.